Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Es ist mir eine Ehre, heute Abend als Vorredner von meinem großen Mentor, Erich von Däniken, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich hatte das Glück, EVD mit 14 Jahren persönlich kennenzulernen. Ich durfte bereits während meiner Schulzeit und meiner Ausbildung zum Hotelkaufmann in den Ferien auf Vortragstourneen mit ihm unterwegs sein, ihm helfen am Büchertisch oder mit der Technik. Seitdem verbindet uns eine persönliche Freundschaft. 2004 habe ich meine erlernte Gastro-Tätigkeit mit der Digitalisierung von Erich von Dänikens Archiv, sein gigantisches Archiv mit 200.000 Dias, negative Filmstreifen, unzählige Seiten von Korrespondenzen, Zeitungsartikel und so seine ganze Forschung von den letzten 60 Jahren habe ich digitalisiert in der Zeit. Und bin dann, sind wir so weit gekommen, eben um diese Forschungen auch aufzubereiten, digital für die Nachwelt. 2007 übernahm ich das Sekretariat von EVD, welches neben vielen Anfragen für Engagements, Interviews etc. Das beinhaltet andererseits eben die Administration von unserer AAS mit rund 5000 Mitgliedern, wo wir alle zwei Monate das Magazin rausgeben, sagenhafte Zeiten, da werde ich nachher noch kurz drüber reden. Plus dann der dritte Aspekt ist die Erich von Däniken Stiftung, die ist eigentlich dafür da, interdisziplinäre Forschungen zu betreiben und da auch das Geld dafür zu sammeln. Interessierten sage ich oft, dass ich eigentlich keinen Beruf habe, sondern eher eine Berufung, scheint es mir. It's not a profession, it's a passion. Und noch ein ganz kleines lustiges Detail, was sonst auch niemand so weiß. Erich von Däniken und ich sind im selben Spital 48 Jahre auseinander, im selben Spital geboren, vielleicht sogar im selben Kreißsaal, obwohl wir beide eigentlich und unsere Familien nie einen tieferen Bezug zu Zofingen hatten, hier in der Nähe. So, durch meine Arbeit für Erich und unser Thema, die Paläoseti, haben sich mir immer wieder neue Horizonte aufgetan. Und als heutiger eben Geschäftsführer der AAS und persönlicher Assistent von Erich liegt es mir natürlich sehr am Herzen, diese Informationen weiterhin zu pflegen, weiter zu forschen und dies auch einem näheren Publikum, einem breiteren Publikum näher zu bringen. Eben seit einigen Jahren betreibe ich eigene Forschungen, die auf der Arbeit meines Chefs aufbauen. Unter anderem ist eines meiner Steckenpferde die Unterwasserforschung. Wieso tut der Ding nicht? Ah doch, verzögert. Okay, die Unterwasserforschung. Wir haben vor der Küste von Malta gigantische Megalithen und Kartrats unter dem Meeresspiegel erforscht und vermessen. Da sieht man diese Kartrats oder eben die abgeschnittenen Formationen. Da niemand unter Wasser baut, weisen diese menschengemachten Strukturen auf ein Alter von über 10.000 Jahren hin. Diese megalithischen Anlagen wurden erbaut, bevor der Meeresspiegel um 30 bis 50 Meter angestiegen ist, laut Experten also nach der letzten Eiszeit. Wir werden noch weiter tauchen in Malta und diese Strukturen noch näher unter die Lupe nehmen. Hier interessiert uns unter anderem dieser gigantische Block hier. Der hat die Ausmaße von 19 Metern Länge, 15 Metern Breite, also hier in die Tiefe, und 2,5 Meter Höhe. Dieser Gigablock nennen wir ihn, weil Megalith ist schon fast zu klein für diesen Riesenteil. Der übersteigt die Ausmaße des Steins des Südens in Baalbek, Libanon. Das berechnete Gewicht von dem Stein mit dem spezifischen Gewicht von diesem Kalkstein, da landen wir auf rund 1900 Tonnen, also rund 500 Tonnen schwerer als die Giganten im Nahen Osten. Diese Forschung erwähne ich aus diesem Grund, da uns eine Parallele zu Göbekli Tepe in der Türkei aufgefallen ist. Erich und ich, wir waren ja gerade da mit 35 Gästen und haben auch zum ersten Mal in unserem Leben dieses Göbekli Tepe besichtigt. Und natürlich haben wir auch den lang ersehnten Nemru Tak, für mich ganz ein persönliches Highlight, besucht. Vielleicht später dazu noch mehr, wenn noch ein bisschen Zeit am Ende übrig bleibt. Also,
Diese Anlage hier, Göbekli Tepe, ganz kurz, soll mit rund 12.000 Jahren die älteste Kultanlage der Menschheit sein und wurde absichtlich wieder zugedeckt zur Konservation, also damit das konserviert bleibt und irgendeine fernere Generation dies eben ausbuddelt. Das wurde nicht einfach zugeschüttet, wie man hier sehen kann, muss man den Laser hier nehmen, sondern da wurde wirklich mit Steinen konsequent das Ganze eingefriedet und dann eben mit Sand und Steinen wirklich sukzessive zugedeckt. Aber zurück zum Thema. Eben die Anlage soll 12.000 Jahre alt sein und das Alter würde wiederum zu den Unterwasserstrukturen vor Malta passen. Denn in Malta haben wir folgenden Block entdeckt, wir haben ihn L-Pfeiler genannt. Ihr seht hier, da mit diesem abstehenden Teil, deshalb L-Block. Was wir aber herausgefunden haben, dass das abgebrochene Stück hier genau an diese Seite hier ranpasst. Da können wir die Bruchstellen sogar beweisen. Und somit würde das Ganze ein T-Pfeiler werden, wie eben, wie wir vorher gesehen haben, bei Göbekli Tepe mit diesen T-Pfeilern. Und von der Zeit her passt es eben auch wieder zusammen. Das ist eines der vielen zähligen Beispiele für weltweite Parallelen. Ah ja, selbstverständlich werden wir auch noch an anderen Orten in der Welt tauchen. Wir hatten vor Corona hatten wir vor, nach Sri Lanka zu reisen und uns Ramas Brücke zwischen Indien und Sri Lanka unter die Lupe zu nehmen, weil es dort auch viele Hinweise eben gibt, nicht nur im Ramayana selber, sondern auch physisch, dass diese Landbrücke dort künstlich gebaut wurde. Genau. Dann weitere Missionen sind natürlich Bimini oder dann auf der Abora 5 Route über den Atlantik. Da komme ich auch ganz am Schluss nochmal dazu. Also eben diese vielzähligen Beispiele, weltweite Parallelen. Und so finden wir rund um den Globus auch uralte Relikte aus einer vergessenen Vergangenheit, die technisch anmuten. Hier ein Beispiel aus Copan, das ist in Honduras, Zentralamerika. Erich wird später selber noch ganz kurz auf diese Priester- und Göttergestalten eingehen, die da mit 10 Fingern eine Tastatur bedienen. Um was es mir hier aber geht, bitte beachten Sie mal die Gürtel hier. Da haben wir überall bei diesen Statuen, auch wer schon selber in Copan war, achtet euch mal drauf, da haben wir am Gürtel immer diesen Kopf hier oder auch auf der Brust. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung über den Atlantik. So, und sind in Ägypten. Auch hier taucht dieser Kopf wieder auf und interessanterweise immer in Frontansicht. Wobei die ägyptischen Menschen oder Götter immer im Seitenprofil gezeichnet wurden. So habe ich mir gefragt, was könnte das sein? Und ich habe die Ägyptologen vor Ort gefragt und sie wissen selber nicht genau, aber das Symbol oder die Glyphe von hier, das soll so viel bedeuten wie hineingehen oder hineingeben. Also, was könnte dieser Kopf für eine Bedeutung haben? Könnte es sich hier um ein technisches Gerät handeln? Vielleicht etwas, wie wir vorher bei den Maya-Statuen gesehen haben, etwas Technisches, das Cargo-Kult-mäßig imitiert wurde? Und als ich dann mit den Gästen hier in Ägypten stand, vor dieser Barke mit diesem Kopf drin, da kam mir automatisch die Argonautengeschichte in den Sinn, aus dem Griechischen. Die hatten doch auf ihrem Schiff auch einen sprechenden Balken, der sie vor Gefahren gewarnt hat und anderen Sachen. Also hüben wie drüben dieselben Darstellungen, dabei hatten diese Kulturen offiziell nie Kontakt oder liegen auch zeitlich Jahrhunderte auseinander. Auf einer der letzten Ägyptenreisen, wir fahren übrigens im kommenden September wieder dahin, mit Gästen, die mitkommen möchten, sind mir diese Statuetten im Nationalmuseum in Kairo aufgefallen. Ich dachte, die haben sich irgendwie verirrt, also die gehören doch nicht daher, die müssten doch eigentlich nach Zentralamerika, weil ich solche Statuen oder eben Stelen mit Menschen, mit Strahlen und so eben aus Zentralamerika in Erinnerung hatte. Also auch hier wieder eine auffallende Parallele zwischen den zentralamerikanischen Kulturen und anderen Ländern,
wie zum Beispiel auch Indien. Während die Pyramiden in Ägypten einen sehr flachen Winkel haben, sind die zentralamerikanischen Pyramiden eher turmähnlich. Also so wie hier in Tikal zum Beispiel. Dies hier aber ist eine Stupa in Indien, und ob vor Jahrtausenden errichtet oder in der heutigen Zeit eine neue Stupa gebaut wird, immer obendrauf ziert ein Vimana die Spitze des Gebäudes. Wie auch hier ist der heiligste Punkt immer ganz oben. Also ein Vimana ist ein Fluggerät der Götter. Es wurde von Professor Dr. Dilip Kanjilal, der ist Ordinarius für Sanskrit in Kalkutta, wurde definitiv bewiesen, dass es sich hierbei um echte Flugvehikel handelt und das Ganze nicht in die Welt der Visionen oder Träume abgeschoben werden kann. Noch heute verwenden gewisse Sprachen bei den Indern das Wort Vimana für ein zeitgenössisches Flugzeug. Imitation von technischen Gerätschaften, also Cargo-Kult. Darauf kommt dann EVD nachher in seinem Vortrag zurück. Von den spezialisierten Fakultäten wird uns oft vorgeworfen, dass wir solche weltweiten Verbindungen gar nicht ziehen dürfen. Aber warum nicht, wenn die Ähnlichkeiten doch derart frappant sind? Das ist eben eine Qualität der EAS, dass wir die Kulturen global betrachten. Und was wir eben so auch im Sinn haben, was schön wäre für auch eine Zukunftsvision, dass man Paleoseti-Lehrstuhl hätte, wo zum Beispiel einfach ein Chemiker zusammen mit einem Anthropologen im selben Hörsaal sitzt, weil die wissen nichts von ihren spezialisierten Themen. Oder wenn zum Beispiel jetzt ein Mexiko-Archäologe mal zusammensitzen würde mit einem indischen Archäologen, ich fände das sehr bereichernd auch für die Zukunft, dass wir dort interdisziplinär eben auch dieser Wahrheit auf die Schliche kommen. Nun aber zur megalithischen Vergangenheit in unseren Wäldern. Ich möchte Ihnen, verehrte Gäste, zeigen, dass man nicht in die weite Welt reisen muss, um auf eine rätselhafte Vorzeit zu stoßen. In den letzten Jahren habe ich auch einige Forschungen und Expeditionen eben in unseren heimischen Gefilden gemacht. Ich sprach darüber in anderen Vorträgen, daher heute nur hier eine kleine Übersicht und dann vor allem neue Sachen, auf welchen wir auf der Spur sind. 2020 in der Pfalz haben wir in der Nähe von Bad Dürkheim diesen historischen Wanderweg abgeklappert. Dort finden sich im Hügelwald Relikte aus einer unbekannten Vorzeit. An einer Stelle wird von einem römischen Steinbruch gemunkelt. Hier. Für einen Steinbruch scheint mir der Ort aber sehr klein, und wieso sollte jemand nach dem Brechen der Steine die Wände so verzieren mit diesen Schraffierungen hier? Überall, alles schön verziert und gleichmäßig. Ein Steinmetz bestätigte uns dann auch, dass diese Spuren definitiv nicht vom Abbau stammen, sondern nachträglich angebracht wurden. Also, wer verziert einen Steinbruch? An anderer Stelle fanden wir eine Treppe, die ins Nirgendwo führt, hier mit der Drohne schön aufgenommen. Solche Treppen sind uns aus der ganzen Welt bekannt, zum Beispiel aus Spanien oder hier habe ich ein Beispiel aus Kolumbien und an diversen anderen Orten dieser Welt. Ob diese Struktur vielleicht zum Beladen von Transporttieren oder Wagen gedient hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Und immer wieder diese gigantischen Felsblöcke, die sogenannten Teufelsmauern. Solche Diabolisierungen wie Teufelsmauer oder Hexenplatz, das sind immer Hinweise auf einen ursprünglich heidnischen Platz, der durch die Christianisierung dann verteufelt wurde. Zurück von dem Berg führte uns der Weg über eine sogenannte Römerstraße, welche wiederum mit den europaweiten Cart Ruts, wie wir sie eben in Malta oder der Türkei haben, zu vergleichen sind. Auf dem Mont Donau, auch nicht weit von hier entfernt, im Elsass, wollten wir eigentlich den Tempel, das ist eine Rekonstruktion von 1869, da wollten sie eigentlich ein Museum reinbauen, sind dann aber ursprünglich nur noch beim Rohbau geblieben. Und eigentlich wollten wir diesen ganzen Berg mit unseren Drohnen und Kameras einscannen. Dies hatte unser Freund Patrick Wenger schon mal gemacht, im Jahr zuvor, aber wir wollten daraus
noch ein besseres 3D-Modell machen im Rahmen von unserer Ramar 3D-Visualisierung. Genau, einfach detaillierter und schön in alle Winkel rein etc. Aber leider spielte das Wetter nicht mit und so entstanden diese mystischen Bilder im Nebel. Aber dafür wurde unser Fokus auf was anderes geleitet, was umso interessanter ist. Und zwar auf diese eindrückliche Felsplatte hier. Das ist eine riesige Platte, die mit dem übrigen restlichen Sockelgestein nicht verbunden ist. Ob diese Plattform hier oben einen natürlichen Ursprung hat oder von Menschenhand hierher gepflanzt wurde, auch das können wir nicht schlüssig beantworten. Aber dass sie und die ganze Bergspitze bereits vor unseren urtümlichen Vorfahren benutzt wurde, also gallo-römische Bevölkerung, aber auch keltisch, wobei keltisch halt so ein schwammiger Begriff ist. Auf jeden Fall wurde diese Bergspitze schon seit Jahrtausenden verehrt. Und eben das steht archäologisch fest. Ob sie jetzt eben natürlich so dahin gekommen ist und das einfach unten weg erodiert ist, das können wir so nicht beantworten, aber es ist ein eindrückliches Ding. Genau, also die Platte hat dann auch so zwei Spalten in der Mitte, die sind nicht haargenau Süd, Nord, Süd, Ost, West ausgerichtet, aber ungefähr, wer weiß, je nach Alter hat sich ja vielleicht dort auch der magnetische Pol noch seither verschoben. Genau. Dann stand die riesige Heidenmauer auf dem Mont Saint-Odile, dem Odilienberg im Elsass, auf dem Programm. Auch hier verschwindet der Ursprung im Dunst der Jahrtausende. Sicher ist, dass dieser Ort schon immer ein Heiliger war und lange vor den Christen der ganze Berg umfriedet wurde. Zu welchem Zweck haben wir uns gefragt? Denn heute gibt es innerhalb der Mauern keine Quelle, die eine Schutzburg dringend bedürfte. Obwohl hier nicht in allen Teilen der 10 Kilometer langen Mauer, also die geht wirklich hier alles 10 Kilometer lang um den ganzen Berg rum, obwohl eben nicht überall von megalithischen Bauweise gesprochen werden kann, ist es wirklich die Ausdehnung, die einem hier den wortwörtlichen Atem verschlägt. Die Mauer ist konstant 1,60 Meter dick, und mit einer heutigen Höhe von 3 bis 6 Metern ist die Wanderung entlang der Mauer einfach überwältigend. Geschätzte 300.000 Blöcke wurden hier verbaut, zum Teil in steilstem Gelände, also hier geht es richtig bergab, wo man sich doch schon wundert, wie eine solche Transport- und Bauaktion in unserer Vorzeit überhaupt möglich war. Ein Familienausflug oder auch eine mehrtägige Wanderung, je nachdem wie detailliert das man gucken will, kann ich jedem empfehlen, der sich mal ein Bild von unseren vergessenen Relikten unserer Vorfahren machen will. Und wenn ihr da Quellen braucht oder so, kommt nachher zu mir. Also es gibt wunderbare auch Wanderbücher zu dem Ort oder wo Leute, die sich intensiv mit dem Berg beschäftigt haben, aber die möchte ich jetzt nicht, sonst wird es zu voll hier mit Namen und Daten etc. Genau, und immer wieder dieselbe Frage, das Warum. Warum hat man ausgerechnet hier gebaut? Was ist hier vor Jahrtausenden passiert, dass ausgerechnet hier keine Mühen und Kosten gescheut wurden, ein so riesiges Bauwerk zu errichten? Und eben, wie ich vorher gesagt habe, als Schutzburg macht es keinen Sinn. Hat es, wie einige Autoren behaupten, mit den drei weisen Muttergöttinnen zu tun? Das ist so ein Buch, wo sich Forscher damit beschäftigt haben. Fest steht, dass die Römer, wie auch später die Merowinger, die Mauer wieder und wieder restauriert haben. Somit war die ganze Anlage über Jahrtausende in Betrieb. Des Weiteren habe ich auch einige Ziele in der Schweiz in mein Forschungsprogramm genommen. Endlich mal Schweiz, Corona sei Dank, mir ist zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Früher, vor Corona, waren Erich und ich fast 200 Tage pro Jahr unterwegs. Und dann war das für uns viel Reisende schon ein bisschen ein Umbruch, dass wir dann in der Schweiz festsaßen. Aber lustigerweise, dieser Megalithweg in Solothurn, wo ich euch gerade erzählen werde, da hat Erich ja
sicher ein Jahrzehnt lang etwa 1,5 Kilometer Luftlinie davon gewohnt, aber nichts davon gewusst. Er ist immer in die weite Welt und hat dort die Mysterien gefunden. Dabei liegt hier so ein wunderbarer Block direkt neben seinem ehemaligen Zuhause, der Villa Serdang. Hier habe ich also in der Region Solothurn diesen Megalithweg bewandert. Wir, also ich und meine vierbeinige Kollegin Muchacha, wir haben in 2 Tagen mit Vollgepäck die erratischen Blöcke auf dem Weg abgewandert. Diese erratischen Blöcke, das sind Findlinge, die während mehreren Eiszeiten vom unteren Rhone-Gletscher eine 200 Kilometer lange Reise hinter sich gebracht haben. Diese Steine wurden von unseren Vorfahren verehrt und in astronomisch ausgerichtete Lagen gebracht. Die Frage nun auch hier wieder: Wie haben unsere fellbehangenen Steinzeitler solche Schwergewichte bewegt? Denn ich habe von jeder Station mehr als 200 Bilder geschossen, um eine Bildüberlappung von mindestens 60% zu erzeugen. Hier sieht man überall, wo ich ein Foto gemacht habe. Meine Freunde von Ramar.space haben dann daraus ein 3D-Modell errechnet und aufgearbeitet. Das ist der Block in Natur, wird als Wankelstein betitelt und von weitem sieht es wirklich aus, als würde der schweben. Und so sieht das im Prozess aus. Das Video geht ein bisschen lange, aber damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, da ist dann einfach diese Datenwolke, wo diese Punkte festgelegt sind, und mit diesen Targets, die wir haben, und dem Nordpfeil und so, da haben wir dann schlussendlich wirklich eine Auflösung von plus minus 3 bis 5 mm, also sehr präzise. Dann durch das, dass es eben die Daten aus den Fotos kommen, wird dann auch die ganze Struktur oder eben jedes Blatt, jedes Moos, alles wird dann damit eingerechnet. Und so entstehen dann eigentlich diese 3D-Modelle, wie ihr sie sonst woher kennt, oder mit dem, was wir uns halt eben bei Ramar so den ganzen Tag beschäftigen. So wissen wir zum Beispiel von diesem Stein, der den Namen Knappstein trägt, dass er ein Volumen von 6,5 Kubikmeter hat. Mit einem spezifischen Granitgewicht von 2,8 Tonnen pro Kubikmeter ergibt das ein Gesamtgewicht von 18,34 Tonnen. Von weitem eben sieht es aus, als würde er schweben. Vergleichen Sie jetzt mal diesen kleinen, relativ kleinen Knappstein mit dem großen Block der Schildkröte. Also der Knappstein hat ein bisschen weniger als diese Ausmaße hier. Wie viel muss denn dieser auf die Waage bringen? Selbstverständlich haben wir auch dies eruiert und mit Drohne und Bodenbilder eine fotogrammetrische Vermessung angestellt. Der Schildkrötenkörper hat ein Gesamtvolumen von 60 Kubikmetern. Wieder mit dem durchschnittlichen Gewicht von 2,8 pro Kubikmeter erhalten wir hier für den großen Körper ein Gesamtgewicht von 168 Tonnen. Der erheblich kleinere Kopf, der da, der misst immer noch 8,679 Kubikmeter, ergibt dann rund 24 Tonnen und ist somit noch größer als eben der vorhergesehene Knappstein. Das fertige Modell von diesem 3D-Schildkrott können Sie auf unserer Homepage sich genauer anschauen, reinzoomen. Das ist eben eine Möglichkeit, dass man eben auch von zu Hause aus solche Sachen sich anschauen kann und eben auch gerade für Leute, die vielleicht da nie hinkommen oder vielleicht zu Fuß nicht so gut unterwegs sind, gibt es hier eine Möglichkeit, dass die Leute dann sich das trotzdem so anschauen können. Laut offizieller Meinung soll dies natürlich entstanden sein, wie ein sogenannter Gletschertisch. Wobei das weichere Kalkgestein, also diese Sockel, die wir da drunter gesehen haben, schneller erodiert als der Granitstein oben drüber. Aber seine Kanten sind rechtwinklig, vor allem gerade hier haben wir einen rechten Winkel nach hinten. Und das ganze Gestein hier ist lokales Kalkstein aus dem Jura und sieht gebrochen aus. Wenn das wegerodiert werde, hat unsere Geologin, Frau Helene Wieder, hat auch gesagt, dann wären hier Spuren senkrecht zu erkennen, wo das Wasser eben erodiert hat.
Genau. Zudem konnte ich mit einem Stock einfach so aus dem Wald unter das Gestein reindringen. Also ich habe nichts kaputt gemacht, ich habe mir einfach so einen Stock genommen und habe hier unten rein sondiert, weil es sieht ja aus, als würde der hier auf dem Humus auffliegen. Und dann bin ich stutzig geworden und dann haben wir dort reingestochen und es ist tatsächlich so, dass man da unten reinkommt. Aber laut der offiziellen Erklärung müsste ja das Ding hier mit dem Muttergestein verbunden sein. Also somit ist für mich ein Zufall glazialer Natur einfach ausgeschlossen. Aber wir werden diesen Sommer noch mit einer professionellen Georadaranalyse feststellen, oder einfach noch um definitiv zu beweisen, dass unter dem Sockel loses Gestein oder Humus liegt, einen Scan machen. Der Gletscher hätte die Granitblöcke direkt auf dem Felsboden abgelagert. Dies wiederum bedeutet, dass diese gigantischen Formationen absichtlich so arrangiert wurden. Wenn dort Humus oder Schotter zwischen dem Muttergestein und diesem Sockel dazwischen ist, dann ist es definitiv beweisbar, dass das später abgelegt wurde da und nicht vom Gletscher. Genau. Zudem eben die astronomische Ausrichtung, wie ich sie vorher gezeigt habe, also in einer unbekannten Vorzeit mit unerdenklichen Mitteln. Genau im Osten übrigens von dieser Formation liegt noch ein weiterer Block, welcher auch aufgebockt an einer Hanglage liegt. Das ist der sogenannte Oststein, er ist ein bisschen kleiner eben als die anderen auch, aber hier können wir ganz genau beweisen auch, dass hier diese Steine unterlegt wurden, die sind nicht verbunden mit dem Muttergestein, so dass der hier die horizontale Waage hält. Unsere Freunde von Hangar 18B, welche auch heute filmen, haben dazu bereits einen ersten Teil der Schildkrott-Doku publiziert. Also wenn ihr es genauer wissen wollt, dann schaut mal auf YouTube rein bei Hangar 18B. Im Kanton Aargau bei Wohlen liegt dann auch noch die Erdmantelformation, welche wir auch dreidimensional visualisiert haben. Auch davon gibt es eine Doku von Hangar 18B, auch besonders über dieses Spektakel, das da aktuell einmal im Jahr stattfindet, am 21. März. Da hat es weniger Bäume, da findet hier ein Lichtspektakel statt, was eigentlich auch am 21. September der Fall wäre, aber dort ist der Wald noch zu bewaldet, als dass die Sonnenstrahlen durchdringen könnten. Aber eben auch da schaut ihr dann besser mal bei Hangar 18b rein, dort wird alles ganz ausführlich erläutert. Genau, diesen Frühling waren wir dann auch im Harz unterwegs, neben vielen anderen Aktivitäten. Also ich war eigentlich seit Mitte April fast permanent unterwegs, deshalb zum Teil auch nicht gerade sofort meine Antwort bei eurer Anmeldung oder dem einen oder anderen. Genau, und somit waren wir eben im Harz und da in der Nähe von Blankenburg gibt es diesen Großvaterfelsen, auch wieder auf der Teufelsmauer. Wanderer gehen achtlos daran vorbei und ich habe noch nirgends eine Erwähnung dieses stabilen Wankelsteins gefunden. Und der liegt eben auch nur wieder auf ein paar wenigen Zentimetern auf. Und die Teufelsmauer ist eine geologische Formation, aber oben relativ schmal. Also wenn dort noch ein Gerüst oder weiß ich was hätte hin sollen, um diesen Stein dort so abzulegen, also im Prinzip nicht wirklich vorstellbar. Das hier, das ist auch ein ganz schöner Stein, der Langenstein bei Unterstoppel in Hessen. Auch den haben wir natürlich die sichtbare Fläche eingescannt und analysiert. Sieht dann so aus. Und hier konnten wir halt nur den sichtbaren Teil sozusagen berechnen. Das wären 25,5 Kubikmeter. Wieder mit dem Granit, nein, das ist jetzt Buntsandstein, hat aber auch etwa 2,7 Tonnen. Also wenn wir jetzt annehmen, dass dasselbe nochmal unter der Erde liegt, dann hat auch dieser hier, wo einer von drei oder vier Stücken ist, hat der auch ein Gesamtgewicht von 140 Tonnen in unwegsamen Gelände. Also die Archäologen, die wissen alle nicht genau, wie das dort vonstatten gegangen ist. Genau,
In meiner WhatsApp-Gruppe oder in meinem Chat zu diesem Thema, der wird gerne mal Steinchen-Chat genannt, weil die richtig alten Strukturen, die uns interessieren, alleine die Zeit überdauert haben. Meistens sind diese megalithischen Strukturen anonym, keine Schrift und nur selten Symbole. Ich frage mich oft, wenn ich vor solchen Giganten stehe, warum und natürlich wie unsere Vorfahren diese Arbeit vollbracht haben. Die einfachste Antwort wäre, weil sie es konnten. Ganz einfach. Und was hat es auf sich mit den Messungen, welche in England wissenschaftlich an Steinkreisen wie Rollright Stones und vielen anderen erbracht wurden? Dort sind eindeutige magnetische und elektrische Anomalien nachweisbar. Dies ist ein weiteres wissenschaftliches Thema, welches wir mit dem Ramar-Team in Angriff nehmen werden. Was wissen wir schon von der Weltansicht und dem Verständnis der Umwelt unserer Vorfahren vor Jahrtausenden? Praktisch nichts. Vielleicht ist es störend, dass wir die Vergangenheit immer nur mit den Augen und dem Verstand unserer heutigen Zeit betrachten. Und an dieser Stelle vielleicht mal ein paar Worte zu Ramar. Das ist unser Logo. Mit zwei Freunden habe ich vor 7 Jahren diese Plattform gegründet. Mit dem Zweck, die Themen von Erich und anderen Autoren digital aufzuarbeiten und unsere eigenen Forschungen zu publizieren. Und auch einer neuen Generation näher zu bringen. Leider lesen ja die jungen Menschen nicht mehr so viel oder nur noch vereinzelt, dass sie wirklich Bücher aufschlagen. Und hier soll halt einfach spielerisch und umfassend über die weltweiten mysteriösen Fakten informiert werden. Wir heben nicht das Mysterium in den Vordergrund, sondern wir wollen die Fakten zeigen. Und wenn du dir alle diese Fakten durchgecheckt hast, dann landest du automatisch bei ganz vielen Fragezeichen, die dann eigentlich das Mysterium ergeben. Genau, also in dem Sinn haben wir das so wie eine Art Edutainment-Plattform kreiert. Die Neugierde soll geweckt werden und die Nutzer sollen sich auch aktiv an den Forschungen beteiligen. Es gibt zu viele weiße Flecken in unserer Geschichte und auf unserem Erdenrund, als dass wir drei, die wir das aufgebaut haben, dies alleine alles erfassen könnten. Und eben, je mehr einer weiß, umso mehr bezweifelt er oder hinterfragt er. Daher soll es auch keine simple Internetseite sein, sondern eine Forschungsplattform. Jeder kann sich daran beteiligen in Form von eigenen Beiträgen. Aber Achtung, wir brauchen Fakten, keine Träumereien oder irgendwelche Channelings, da der Erzengel weiß ich was, hat mir gechannelt, dass das so und so ist, also mit dem können wir leider nichts viel anfangen, weil das halt einfach subjektiv ist und wir uns wirklich an die Fakten halten wollen. Es würde uns selbstverständlich sehr freuen, wenn ihr mal bei uns reinschaut und im besten Fall auch euch aktiv daran beteiligen würdet. So, eine Welt voller kosmischer Rätsel und Spuren wartet da draußen auf ihre Entdeckung. Dies führt aber auch von über unsere Erde hinaus. In einem früheren Vortrag oder an mehreren Stellen habe ich schon ausführlich über Mondlegenden und Sternenreise in vorzeitlichen Epochen referiert. Daher hier nur ein paar Bilder, die einem stutzig machen sollten. Das hier ist unser Mond. Da haben wir eine Struktur, die über 3 Kilometer lang ist und doch irgendwie ein bisschen an so eine Nazca-Linie erinnert. Das hier ist auch Mond, rechtwinklige Strukturen, sieht irgendwie aus wie Fundamente oder irgendwas Erodiertes. Hier haben wir wieder eine Art rechtwinklige Gemäuer, auch auf dem Mond. Hier zum Beispiel auch hohe Steine, Blöcke, fast viereckig. Genau, also Anomalien finden wir einerseits auf dem Mond, andererseits sind wir hier auf Ceres. Ceres ist der größte Planetoid im Asteroidengürtel, ist 964 Kilometer im Durchmesser, also eben ein kleiner Planet. Und die Sonde Dawn hat diese helle Struktur entdeckt, worüber seither gerätselt wird. Man sagt, ja, könnte das Kalk sein? Oder was ist das? Magnesium? Warum strahlt das so? Also sie kommen da nicht wirklich weiter. Und in dem, was wie die Lichter einer Stadt ausschaut, sind rechtwinklige Strukturen erkennbar.
Detailaufnahme. Und hier drin haben wir eben rechtwinklige Strukturen. Da, das ist die Vergrößerung. Hier sieht man es nochmal anders eingefärbt, hier sieht man es nochmal besser. Aber auch vom Mars erhalten wir ständig neue und skurrile Bilder. Meine Kollegin eben von Ramar, die Selina, hat sich mit Google Earth dort wirklich sehr intensiv mit dem Mars befasst und sie mir erlaubt, das auch in meinem Vortrag mit einzubeziehen. Also wir finden einerseits kreisrunde Strukturen auf dem Mars, das ist eine davon. Das hier ist zum Beispiel eine andere. Aber wir finden auch Löcher im Boden. Ganz strange. Da mitten in so einer Wüste dieses Loch, das da in die Tiefe zu gehen scheint. Dann finden wir auch Sachen, das hier sieht aus wie eine Pyramide oder wenigstens ein Kegel, also ganz speziell. Oder aber eben auch solche Strukturen wie hier. Schau mal, das erklärt sich ja von selber. Hier gehen wir mal tiefer rein, das hat auch Selina gefunden. Sieht so aus, so wie ein Graben irgendwie und da irgendwelche Verwehungen. Jetzt gehen wir nochmal, um den Punkt da hinten geht es uns, gehen wir nochmal weiter rein und landen dann hier bei einer runden Struktur, die ausschaut, als wäre da wirklich wie eine Untertasse gecrashed, hätte diese Furche hier in den Boden gezogen und wäre da hinten stecken geblieben. Das hier noch, das liegt auf dem Mond Phobos. Der Mars hat ja zwei Monde, Phobos und Deimos, wobei es Astronomen gibt, die sagen, diese beiden Monde müssen hohl sein, aus ganz speziellen Kriterien heraus, weil sich die auch über dem Mars-Äquator beide auf derselben Bahn befinden und sich über den Mars schneller drehen als den Mars unter sich. Und diese Struktur hier eben, das sieht aus wie ein Kubus, der eben auf diesem Phobos-Mond auch gefunden wurde. Genau, jetzt, wie spät haben wir es? Wie viel Zeit habe ich noch? Noch 19 Minuten. Noch 19 Minuten, okay, sehr gut. Genau, das ist doch schön, dann kann ich hier mal ein bisschen auch noch was über eben sagenhafte Zeiten reden. Wir haben vorher auch gehört, viele Menschen wissen gar nicht, dass es eben unser Magazin gibt, wo wir alle zwei Monate die neuesten Erkenntnisse zum Thema rausbringen. Genau, dann hatte ich vorher kurz über die Stiftung von Erich von Däniken geredet. Hier geht es wirklich darum, dass eben interdisziplinäre Forschungen finanziert werden. Wie wir jetzt, jetzt sind wir eigentlich im Abschluss vom Projekt Nazca 3, wo ja schon zwei Vorläuferprojekte eben Anomalien in der Wüste von Nazca detektiert haben und jetzt eben auch wieder durch Corona sehr verzögert, aber jetzt bald sind sie so weit, dass ich denke, dass ich bis im Herbst, dass wir neue Informationen haben, was denn jetzt diese Analysen von Nazca 3 in den letzten drei Jahren ergeben haben und was der Grund ist für diese elektromagnetischen Anomalien. Dort zum Beispiel auf einer Piste hat man Messungen gemacht, wie ist die elektrische Leitfähigkeit von Strom im Boden drin und dasselbe hat man draußen in der Wüste getestet und auf einer von diesen Hauptlinien, die so wirklich breit sind und von oben ausschauen wie eine Fluglandepiste, Erich hat nie gesagt, das sei ein Flughafen, aber es sieht halt aus wie, und dort ist die elektrische Leitfähigkeit im Boden drin 10.000 Mal höher als nebendran in der Wüste. Und das wollte Wüstensand ist ja ein Isolator, aber deshalb wollten wir wissen, was macht das aus? Warum ist es dort 10.000 Mal höher? Und es wurden auch magnetische Anomalien im Boden drin entdeckt, wo eben irgendwas ist dort drunter, was das ausmacht. Und da eben sonst in Nazca nur Archäologen oder Anthropologen forschen, deshalb hat sich die Erich van Däniken Stiftung zum Ziel gemacht, dort eben interdisziplinär mit naturwissenschaftlichen Mitteln zu forschen und herauszufinden, was dort nicht stimmt. Genau, hier habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, da möchte ich euch gerne schnell diesen Nemrut Duck zeigen.
Das war wirklich mein Highlight auf der Türkei-Reise, weil ich dort schon immer mal hin wollte, auch wegen der Geschichte von Erich, Tommy und der Planet der Lüge. Und in früheren Jahren konnten wir in der Türkei nicht dahin, weil das relativ nah an der syrischen Grenze liegt. Deshalb waren wir jetzt im Juni das erste Mal in Göbekli Tepe und eben auch auf diesem Nemrut Dağ. Dieser Nemrut Dağ, das ist eine Bergspitze, die künstlich aufgeschüttet wurde, und zwar von Antiochos dem I. Das ist so wie hier unten, zerschlagenes Gestein, so eigentlich Geröll, das aber künstlich hier aufgetürmt wurde. Und am Abend sitzen wir ja dann immer zusammen in der Gruppe und diskutieren diese Unmöglichkeiten, die wir den ganzen Tag gesehen haben. Und da haben wir uns natürlich einfach schon gefragt, wie das praktisch möglich ist. Weil jeder von den Sklaven, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, die hier ihr Körbchen Steine da hochtragen müssen, mit jedem Schritt, dem du hochgehst, gehst du einen halben zurück, und du würdest ja den Berg die ganze Zeit beim Rauftragen wieder abtragen. Somit sind wir dann auf Ideen gekommen, ja, was wäre am näherliegendsten? Vielleicht irgendein Gerüst da drin, wo man dann einfach immer von der Mitte, wie im Sandkasten, diese Sandtürmchen, dass einfach immer in der Mitte die Steine draufkommen und auf der Seite wegkullern. Ein anderer Kollege meinte, Reisebegleiter, meinte, ja, ist auch strange, dass hier überall wächst was. Und das ist ja jetzt über 2000 Jahre alt, aber wieso wächst da drauf nichts? Wir hatten auch Geigerzähler und andere Instrumente mit dabei und hatten die auch immer wieder mal laufen lassen. Aber hier ist es tatsächlich so, dass wir keine Radioaktivität messen konnten. Es wurden früher Forschungen archäologischer Seite gemacht, auch mit Georadar. Und man weiß, dass da drinnen zwei Hohlräume sind. Aber man kommt nicht ran. Weil hier kannst du keinen Tunnel reinbauen oder einfach das sondieren, das geht nicht. Der Sand und das Geröll rutscht immer nach. Und das ist auch die Schuld von dieser englischen Archäologin, dass der Berg mittlerweile 5 Meter niedriger ist als noch im Originalzustand, weil sie eben da ringsherum gebuddelt haben. Und dann gibt es eben da diese Ost- und Westterrasse, wo die Götter mit dem Antiochos zusammen dort sitzen und eben entweder zu Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang schauen. Also eine sehr eindrückliche Anlage. Ich habe einen Telegram-Chat, wo ich halt einfach über meine Expeditionen informiere und auch immer mit einem kleinen Text dazu. Und eben dieser Antiochos hat diesen Berggipfel errichten lassen, um in ihm ein unerschütterliches Gesetz der Zeit zu hinterlassen, indem er einen unantastbaren Monument unsterbliche Botschaften anvertraute. Also der wollte da irgendwas hinterlassen, und solange wir keine Technologie haben, ohne das kaputt zu machen, da ranzukommen, werden wir nicht wissen, was da wirklich drin ist. Und eben, geschätzt wird das ganze Inhalt auf 500.000 Kubikmeter Gestein. Genau, also wer sich für unsere Sachen interessiert, da könnt ihr, wenn ihr bei Telegram seid, könnt ihr mich suchen, dann könnt ihr dort uns verfolgen. Oder jetzt auch, da poste ich auch mal, wenn ich mit Erich irgendwo auf einem Event bin, so wie letztes Wochenende in Blackpool in England. Genau, jetzt habe ich ja noch mal ein bisschen Zeit, gell? So 5 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten habe ich noch, sehr gut. Dann würde ich gerne euch mal auch kurz dann ein weiteres Projekt vorstellen. Das ist das Abora-Projekt, wo ich intensiv seit 2 Jahren dran bin, in engem Kontakt mit Dominik Görlitz. Da geht es darum, zu beweisen, dass wir schon vor Jahrtausenden internationale Handelskontakte hatten über die Ozeane. Und zwar lange vor Kolumbus. Also wir reden von 10.000 Jahren und mehr, da die Menschen wirklich über die Ozeane zum Beispiel Pflanzen oder auch Gebrauchsgegenstände gehandelt haben. Und für unser Abora 5-Projekt, also respektiv so üben wir, da waren wir nach dem Harz-Expedition, sind wir direkt am Geiseltalsee gefahren, der ist dort in der Nähe von Leipzig. Und dort, das ist eigentlich unser Trainingsboot, hier jetzt gerade bei relativ schwachem Wind,
wo wir diese Technik mit diesen Seitenrudern üben müssen, weil das Boot lässt sich nur von eben 7 Positionen aus steuern. Also nicht, dass der da hinten am Steuer steht, das Boot lenkt, sondern dass hier die Lenkung eigentlich über diese Seitenschwerter gemacht wird. Das Boot selber besteht aus Schilf und hat kaum einen Tiefgang. Das heißt, wenn wir hier oben Wind reinbekommen, dann würde das einfach kippen. Und deshalb diese Technik mit den Seitenschwertern. Ich kann euch ja mal ein kurzes Filmchen zeigen für den Trailer von Abora 5. Da wollen wir mit einem großen von diesen Schiffen über den Atlantik von Portugal oder Marokko, über die Kanarischen, Kuba bis nach Tulum, um diese Seite abzudecken. Und in einem späteren Projekt wäre dann zu beweisen, dass wir mit dem Golfstrom dann über Grönland wieder zurück zu den Azoren kommen, so dass der Handel, die Handelsroute eigentlich in sich geschlossen ist. Aber ich zeige euch mal schnell das hier. So, ich hätte es nicht besser ausdrücken können, aber ich freue mich natürlich extrem auch auf dieses Projekt. Da geht es dann weniger um außerirdische Einflüsse, sondern eben vor allem darum, einfach aufzuzeigen, dass die Geschichtsschreibung, so wie sie uns heute dargestellt wird, so in diesem Rahmen nicht sein kann oder respektiv, dass wir unseren Vorfahren viel zu wenig zutrauen. Nun, die Rätsel auf unserem Globus und darüber hinaus sind unzählig und oft auch megalithisch. Da stellt sich eben die große, eindeutige Frage, wiederkehrende Frage, das Warum und Wie. Wir wissen so wenig über unsere eigene Vergangenheit, als dass wir uns überhaupt ein Bild derselben machen könnten. Aber die grandiose Kraft der Neugierde sollte uns antreiben, undogmatisch und ergebnisoffen weiter zu forschen und um Licht in unsere vernebelte Vergangenheit zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele weitere Erkenntnisse mit Erich von Dänikens Vortrag in einer halben Stunde. Wir machen jetzt eine kurze Pause und unten im Foyer gibt es Getränke, wer einen Kaffee oder was zu trinken möchte oder einen Rauchen etc. Wir haben genug Zeit. Erich sitzt da am Tisch. Signiert weiterhin eure Bücher, wenn ihr das möchtet. Und dann besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke.